Herzlich willkommen bei einem Poybase-Anleitungsvideo. Im ersten Schritt wird die Poybase-Software von der Poybase-Website heruntergeladen und auf dem PC installiert. Im zweiten Schritt wird abhängig vom Navigationssystem entweder ein leerer USB-Speicher oder eine SD-Karte mit dem Navigationssystem verbunden. Nun wird über das Hauptmenü Einstellungen auf der letzten Seite das Sync-Tool aufgerufen und ausgeführt. Das Sync-Tool legt nun die Informationen über das Navigationssystem auf dem USB-Speicher ab. So ist es möglich, dass der USB-Speicher von der Navi Extras Toolbox als Pioneer-Navigationssystem erkannt und mit Updates versorgt werden kann. Ist der Vorgang abgeschlossen, kann der USB-Speicher aus dem Navigationssystem entnommen und mit dem PC verbunden werden. Im dritten Schritt werden die gewünschten Poy-Kategorien in Poybase ausgewählt und auf den PC heruntergeladen. Nach dem Start von Poybase beginnt die automatische Gerätesuche. Diese wird den vorbereiteten USB-Stick als Aigo Primo erkennen. Wir wählen jedoch nicht diese Erkennung aus, sondern gehen auf manuelle Auswahl. Hier wählen wir das Modul KML Generic aus. Die Laufwerksauswahl spielt an dieser Stelle keine Rolle. Nach der Registrierung befindet man sich im Hauptmenü und kann die Poys unter Poys herunterladen aus den verschiedenen Kategorien auswählen. Die meisten Kategorien in Poybase sind kostenlos. Einige wenige Poy-Kategorien, wie zum Beispiel die Blitzer, können in unserem Shop kostenpflichtig erworben werden. Möchte man auch die Blitzer installieren, macht es Sinn, die zusammengefassten Blitzer zu verwenden, um sich unnötige Klickarbeit beim Import der KML-Dateien zu ersparen. Die einzelnen Kategorien werden ohnehin alle mit dem gleichen Icon auf der Karte dargestellt. Nachdem die Daten heruntergeladen und verarbeitet worden sind, ist ein Speicherort zu wählen. Hier ist nicht der USB-Speicher des Navis zu verwenden, sondern ein anderer Speicherort auf der Festplatte, der leicht wiederzufinden ist. Im nächsten Schritt werden die KML-Poys über die Navi Extras Toolbox auf den USB-Speicher importiert. Dazu startet man die Toolbox und meldet sich mit seinem Account an. Danach kann man über den Menüpunkt Extras den KML-Import starten. Nun werden nach und nach die einzelnen KML-Dateien aus dem Ordner, in welchen Poybase die KMLs heruntergeladen hat, importiert. Leider ist es nicht möglich, alle KMLs auf einen Schlag zu installieren. Ein Import von eigenen Icons ist leider nicht möglich. Genauso wenig besteht die Möglichkeit, sich vor den importierten Poys akustisch oder visuell warnen zu lassen. Wurden alle gewünschten KMLs importiert, wird der USB-Speicher wieder mit dem Navi verbunden. Über Einstellungen, Sync-Tool, findet nun ein Update der Daten im Navigationssystem statt. KML-Poys und Karten-Updates können auch gleichzeitig ausgeführt werden. Nachdem das Navi neu gestartet wurde, sind noch einige Einstellungen zu treffen, um die neuen Poys oder Blitzer auf der Karte anzuzeigen. Unter Einstellungen, Navigationskarte, Kartenanzeige, Sonderzielsymbole kann für jede Poy-Kategorie getrennt eingestellt werden, ob diese auf der Karte angezeigt werden soll. Hat man normale Poys und Blitzer installiert, ist es sinnvoll, die Anzeige nur für die Blitzer zu aktivieren. Da die Icons für alle importierten Poys gleich sind, kann man ansonsten die Blitzer nicht von normalen Poys auf der Karte unterscheiden. Die neuen importierten Sonderzielkategorien sind über neue Route, Sonderziele, Suche in allen Sonderzielen, auch in einer Umkreissuche darstellbar. Die importierten Poys befinden sich in der neuen Kategorie Poybase. Hier kann über alle importierten Poybase-Kategorien oder über eine Unterkategorie die Umkreissuche aufgerufen und ein Sonderziel der Zielauswahl übergeben werden.
Auch das Löschen von importierten KML-Poys erfolgt wieder über die Navi Extras Toolbox. Im linken Menü geht man auf Updates und Inhalte verwalten. Über den Button Mehr bekommt man eine Übersicht aller installierten Inhalte. Unter sonstige Elemente findet man auch die importierten KML-Poy-Kategorien. Möchte man nun Poy-Kategorien löschen, geht man von Vorinstalliert auf Löschen. Hat man alle Löschungen vorgenommen, klickt man auf Ausführen. Nun wird der USB-Speicher entsprechend vorbereitet. Das eigentliche Löschen findet erst dann statt, wenn der USB-Speicher wieder ins Gerät eingelegt wird und dort erneut über die Einstellungen das Sync-Tool ausgeführt wird. Weitere Informationen und einen guten, schnellen und freundlichen Support auf unserer Webseite www.poybase.com.